Ananaskus, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Es wird wieder Zeit, Tinder zu drehen. Und es ist einfach eine Routine, Leute. Am Wochenende wird immer Tinder gedreht. Digga, aber wo ist eigentlich denn? Wallah, ich hab keine Ahnung, wo der die ganze Zeit ist, Bruder. Ich such den, ich find den aber nicht. Lass ihn mal suchen, Mann. Komm mal mit, Alter. Da ist mit Taxi da, Alter. Lass mal schauen. Mal, warte. Taxi, ist der Ilan da? Chef. Ist der Ilan da? Ilan ist da? Ah, okay, schau. Egal, lass mal weiter suchen, komm mal mit. Anna, Ilan ist hier, Digga! Was macht denn Ilan? Ilan, was machst du? Ich hab grad den Laden zugemacht. Okay. Ich hab mir grad die teuerste Rolex gekauft. Labert uns. Genau, ich hab grad. Welche Rolex? Ah, Bruder, muss man nicht wissen. Auf Preis? Muss man nicht sagen. Man munkelt. Name? Muss man auch nicht sagen? Name muss man auch nicht sagen. Genau. Okay. Auf jeden Fall, ja. Geil, Bro. Was hab ich von Weitem gehört? Was hast du gehört? Ich hab irgendwas gehört, wir drehen heute wieder mit Tinder. Ja, Tinder, ja? Bruder. Zeig mir dein Outfit erstmal. Outfit check, okay. Wir haben schon ein bisschen über Pegadorp viele Sachen gehört. Ich muss sehr viele Sachen. Ich muss eins gestehen, ich liebe Pegadorp über alle. Okay. Aber ich habe schon mit einem Freund geredet, reden gerade über eine Marke. Ich weiß nicht, ob das viele, also ob das manche kennen, aber einige kennen das schon und das ist Kisses. Boah, Kisses ist krass. Aus dem Grund fangen wir bald an, Kisses anzuziehen. Ich bin echt gespannt. Schaut einfach weiter. Ja, Mann. Sit groß. Anna, sit groß. Sag doch. Boah, mein Bruder, du! Ihr müsst so richtig tief von ganz unten. Schau, pass auf. Von ganz unten. Anna, Sutku. Geil, Bruder. Cousin? Geil, Bruder. Geil, sehr gut. Wie heißt du? Julia. Du? Melli. Was für Landfrau seid ihr? Deutsche. Du auch, ne? Anna, Sutku. Sutku. Boah, der hat zu krass gesagt, Wallah. Wie heißt du? Sarah. Was für Landfrau, Sarah? Mazedonien. Oh, Mazedonien. Okay, in Irland näher. Ihr müsst ihn einfach bewerten von Outfit aussehen und danach wird er bewertet, okay? Erstmal Outfit check, Bro. Also. Bisschen Outfit eingehen aber erstmal. Ich hätte noch so eine Brille. Soll er anziehen oder nicht? Soll ich mal an. Okay, was würdest du sagen von Outfit? Okay. Erstmal ein bisschen eingehen. Schuhe, was mit dem Pulli. Perfekt. Aber die Hose, scheiß bisschen rein. Lieber weiße Hose. Echt? Ja. Weiße Hose? Weiße, ja, lieber weiße Hose, weil weiße Jacke. Okay. Ah, okay. Ja. Kann man machen. Ja. Okay. Aber sonst? 10 von 10. Outfit aber mit Aussehen? Eigentlich weiße Hose. Aussehen. Mit Aussehen zusammen. Mit Aussehen zusammen. Die hat aber irgendwie recht. Was? Ja, ist ja nicht schlimm. Das kann man kommen. Wer ist eine weiße Hose, dann 10 von 10. Okay. Aber weil schwarze Hose, 8 von 10. Mit Aussehen zusammen? Ja. Okay. Mit Aussehen zusammen. Sehr stark. Okay, Outfit-Check von ihr erstmal. Komm, Ilan. Was sagst du, Bro? Outfit eingehen erstmal. Okay. Gelirum, Bayer, Gaza, Champagner, Muid, Plaza. Ja, Mann. Manita, Lady, Gaga, Kaffa, Yine, Jolly, Hasta. Ich kann rappen. Okay, ja. Gefällt dir? Krass. So. Okay. Ich sag erstmal Schuhe. Okay. Wild. Oh, was sind denn für Schuhe? Okay, aber sieht fresh aus. Passt. Sieht fresh aus. Zum Oberteil und Handtasche. Okay. Ich sag beige, auch krass, kann man nichts falsch machen. Sieht sehr gut aus. Und jetzt Aussehen komplett. Ich schwör auf alles. Die ist eine sehr süße. Okay. Sehr süß? Ich gebe ihr eine sehr gute. Zuckersüß oder Zuckersüß. Okay. Ich gebe ihr eine sehr gute 9,2. Okay. Wieso nur 9,2? Jetzt willst du sagen, wo sind diese 8? Oh, wo sind diese 8? Okay. Sieht jung aus. Sehr wunderhübsche Dame. Ich schwör's dir. Dankeschön. Wirklich sehr hübsch. Okay. Was willst du sagen? Okay, also Outfit-Check. Bisschen auch Outfit eingehen, ne? Okay, ich geh ein. Also die Schuhe passen zum Hoodie. Okay. Weil unten ist orange und der orange. Jawohl. Die Hose passt auch und okay. Jacke auch. Also Outfit, würde ich sagen, ist eine 8 von 10. Du bist voll süß. 8 von 10, mit Aussehen zusammen? Also ich sag ehrlich, ich dachte Prototyp Deutsch, das ist halt echt schlimm. Das Prototyp ist echt peinlich, das ist echt peinlich, no hate. Das muss nicht peinlich. Wieso soll es peinlich sein? Ja, weil jeder mich hatet. Wieso denn? Alle meine Freunde haten. Nein. Wieso aber? Ja, weil, hallo, meine ganzen Freundinnen haten Deutsche. Echt? Ja, wieso? Ich stehe auf blond und jeder hatet das. Ah, ja. Okay. Ja, aber ist dein Typ. Du stehst auf Deutsche, fertig. Ja. Mit Aussehen zusammen? Was würdest du also sagen? Also ich sag ehrlich, 5,5 von 10. Wow. Ist nicht böse gemeint. Okay, ja. Aber das steht, du weißt, das steht weil, auf anderen. Also ich schwör, also Outfit ist echt cool. Okay. Okay, jetzt bist du dran. Outfit-Check von ihr. Du sagen, Bro, Outfit eingehen ein bisschen? Ich hate mich nicht. Ich hätte dich nicht, aber was? Okay, Outfit eingehen. Was? Ich schau aus wie eine Bürofrau. Nein, ich hätte alles gut ein. Bürofrau. Nein, ich schau aus wie eine Bürofrau. Schau, ich hab sogar Bürohose an. Alles gut. Sag mal ein bisschen Outfit eingehen. Hate sie nicht. Ich frag ganz normal, was du. Fußball spielen oder so? Ja.
Weil, voilà, die hat Ding so Trainingsanzug. Das ist gar nicht mal meine Jacke. Trainingsanzug. Ey, okay, ohne Jacke. Ich werde Trainingsanzug. Das ist meine Jacke. Ich habe die Jacke nur genommen, weil mir kalt war. Ah, okay, alles gut. Tu mal die Jacke erstmal hinter. Okay. Das Ding ist, ich habe sehr viele Frauen in meinem Leben gesehen. Okay. Die ist wunderhübsch. Nein, ist nicht Oha, weil ich laufe auf der Straße, sehe Frauen. Ist nicht Oha. Okay. Sie ist sehr hübsch. Die hat mir eine 5,5 gegeben. Und du musst aber ehrlich sein. Jetzt denken manche Menschen, wer gibt jetzt auch eine 5,5? Nein, das ist Quatsch. Man muss immer ehrlich sein. Normal. Punkt aus. Die ist eine sehr gute 9. Ah, danke schön. Sehr gut. Mit Aussehen zusammen? Mit Aussehen. Die Schuhe müssten nicht sein. Okay. Das sind Alexander McQueen. Oh mein Gott. Die Schuhe sind so krass, aber so unbequem. Ich sag dir so, wie es ist. Das sind die unbequemsten Schuhe auf der ganzen Welt. Jetzt keine Werbung für diese Schuhe. Diese Schuhe, holt sie euch nicht. Diese Schuhe sind die unbequemsten Schuhe auf der ganzen Welt. Wieso hast du es dann gewusst? Die schauen nur gut aus, deswegen. Achso, deswegen hast du gewusst. Ja, natürlich. Aber es soll doch auch bequem sein. Ja, sind sie aber nicht. Okay, ich melde mich. Darf ich reden lernen? Die Schuhe nicht wären. Okay. Und wenn sie Stöckelschuhe anhätte, auf so einen Look, ich schwör auf meine Mutter 10 von 10. Aber, was aber? Schuhgröße über 40. Was sagst du? Unter mein Schuhgröße 35. Bindschuhe matchen zu Jacke und zu Pulli. Okay. Schwarze Hose geht immer. Immer klar, ne? Ja, 9 von 10. Outfit 9 von 10. Mit Aussehen aber zusammen? 9,5 von 10. 9,5. Er sieht nicht schlecht aus. Wieso keine 10? Ich weiß ja nicht, wie er charakterlich ist. Okay, okay, das stimmt. Sehr gut gesagt. Aber 9,5 von 10 ist schon gut. Ne? Okay, jetzt bist du dran. Ja. Check von dir erstmal. Bist du ein Outfit eingehen? Ich sag dir ehrlich, ich habe heute so viele Frauen gesehen, die hatten Kleid an, die hatten das und das an. Bro, die hat irgendwie, ich weiß nicht, mein Vibe getroffen. Ich sag dir ehrlich, alle sehen heute voll elegant aus und so. Die sieht richtig so. Hat schon voll das Styling. Aber hat was. Hat was, ne? Hat was. Okay. Wissen von Aussehen jetzt auch so? Natürlich, Aussehen auch, aber auch dann noch eine Bewertung. Genau, okay. Eine 9,8, Bro. 9,8. Bro, ich gebe ihr sogar eine 9,9. Frag mal, warum? Warum? Ja, schau mal ihre Ohren an, bitte. Ihre Ohren, bitte. Was? Süß. Was denn? Die hat so süße Ohren, Bruder. Was für Ohren hat die? Süße Ohren. Schau doch. Schau mal. Ah, süß. Ist okay. Also ich würde sagen, Hoodie ist cool. Pegador sehr gut. Feierst du Pegador? Ja. Okay. Dann Jacke. Ich mag sehr gern weiße Jacken, also finde ich auch gut. Ja, Hose ist basic, Schuhe sind basic. Okay. Zu seinem Outfit, also gut kombinieren? Ja, passt. Okay. Was würdest du sagen mit Aussehen zusammen? 1 bis 10? Ich würde sagen 7 von 10. 7 von 10, okay. Ja. Jetzt bist du dran. Auch mal ein bisschen was dazu sagen? Ja. Auch Outfit eingehen? Also auch Hoodie finde ich sehr cool. Pegador liebe ich. Okay. Liebst du Pegador? Finde ich sehr gut, ja. Okay, geil. Ich mag weiße Jacken an sich nicht so, aber passt zum Outfit wegen den Schuhen. Okay. Also ist gut. Hose finde ich gut, ist nicht zu eng. Und weiße Schuhe gehen immer und auch sogar mit orangen Details. Okay, so was würdest du sagen, 1 bis 10, wie würdest du ihn bewerten mit Aussehen zusammen? 6 bis 7. Okay, bist du dran. Erstmal bei ihr Outfit checken. Mit Ilan, jetzt was dazu sagen, Bro. Outfit eingehen. Also ich muss die 2 gleich bewerten. Cousin. Direkt nicht, erstmal einzeln. Aber ich muss sie gleich bewerten. Warum? Warum? Weil die sehen gleich aus. Ah, so. Zeig mal. Sehen echt wie Zwillinge aus. Wallah. Erstmal einzeln Outfit eingehen und danach die nächste. Kleid finde ich super. Sehr schön. Super. Genau, super. Okay. Schuhe. Guck mal, ich sag dir eins: Ein Video von uns ist viral gegangen. Ja. Und weißt du, warum das viral gegangen ist? Weil eine 2 Damen haben Kleid angezogen mit TNs. TNs? Genau. Okay. Und wenn ich die Schuhe anschaue, dann ist das alte Video. Sind das TNs? Ja, das sind so Sportschuhe. Ja, okay. Mhm. Also wenn ich jetzt Sportschuhe wegmache und sie anschaue mit Kleid, eine gute 8,9. Nein, scheiß auf 9. 9? 9. Ah, okay. 9. Ist gut. Mit Aussehen zusammen, genau. Outfit. Aber ich kann sie vielleicht verstehen, weil vielleicht ist es unangenehm mit Stöckelschuhe. Ja, ist verständlich, ne? Deswegen verstehe ich sie. Ich bin auch sehr groß. Du bist auch groß. Wie groß bist du? Ich bin 1,77 Meter. Stimmt, man sieht's. Habt ihr gehört, Freunde? Also wenn irgendjemand da draußen Single ist, ihr wisst Bescheid. Für Check von dir. Okay, Ilan, komm mal ein bisschen, ne? Was sagst du bei ihr? Bei ihr kann ich was Gutes eigentlich sagen. Weil die hat Schuhe kombiniert mit ihrem Kleid. Warum? Dezent, hier Glitzer, Blitzer und so. Und Kleid auch. Also, passt dazu, ne? Genau. Ohne Aussehen würde ich sagen, eine 10 von 10.
Okay. Mit Aussehen würde ich sagen eine 9,5. Wieso nur 9,5? Mit Aussehen. Mädels, ich weiß nicht, ob ihr unsere Videos schon kennt, okay, aber ich bin einer, ich stehe auf Latinas. Soll ich sagen? Schwarze Latinas? Haare. Schwarzhaarige. Schwarzhaarige Frau, ja, genau. Brunette. Geht auch. Hübsche Damen. Zwei hübsche Damen? Ja, okay. Letzte Frage ist, hate or not, würdest du Ilan mal eine Chance geben, mal was essen gehen, zusammen was unternehmen? Eine Chance gehen, ja. Schon eine Chance, ja. Eine Chance, okay. Ja, ja. Was sagst du, Ilan? Was Kaffee trinken? Ja, natürlich. Kann man machen. Auf jeden Fall. Okay. Oder, genau. Auf Freundschaftsbasis safe. Ja, ich bin allgemein. Nein. Ich warte, bin allgemein. Nein. Mein Bruder. Stopp. Ich will essen. Wo geht die Burger? Herz und Seele, Tolga. Südko-Burger. Ich bin allgemein nicht so dieser Mensch, der so, keine Ahnung, Date essen geht oder sowas. Okay. Ich mag das so, wenn es auf entspannt ist, so spazieren oder sowas. Deswegen, ich mach sowas auf Krampf. Aber der will nicht zum Essen einladen. Also an alle deutsche Leute da draußen, Brotze fix noch einmal. Wenn da Fisch für den Püß machen willst, hier. Ja, melde dich gleich. Schau mal. Genau. Ihr habt's gehört? Ja, safe. Tolga Abi, Herz und Seele, Sitko-Bürger, willkommen. Jawohl, Sitko-Bürger. Was sagst du? Date or not? Ihnen mal eine Chance geben? Leider nein. Wieso nicht? Ist optisch einfach nicht so mein Typ. Also Style ist gut, aber okay, so einfach nicht meins. Okay. Ja. Ja? Ja. Okay, Ila. Aber nur, wenn du eine weiße Hose anziehst. Mach ich. Oh. Was höre ich gerade? Tolga Abi, Herz und Seele, Anna, Bini, Sitko-Bürger. Sitko-Bürger. Alle mal testen. Auf jeden Fall. Schon, willst du noch was sagen? Ich grüße Antonia, die steht hinter der Kamera. Hat Luis noch, der steht da hinten, ist unser Luis, Fahrer. Luis grüßen wir auch, unser Bre, Luis. Luis. Komm rein, Luis. Rein, Luis. Luis. Antonia, komm da auch rein. Komm da auch rein. Will nicht rein. Luis, Bruder, wir grüßen dich. Korrekt, dass du reingekommen. Willst du was sagen? Ich grüße meine Oma. Wie heißt deine Oma? Lida. Lida, Omi. Ja, grüß noch alle. Also, ich grüße meine Familie, okay, ich grüße meine Oma, okay, ich grüße meinen Opa, der leider nicht mehr da ist, also der ist im Ausland. Ich grüße euch alle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like das Video, kommentiert, abonniert mich. Und es war wieder zu wild. Ilan, was sagst du? Komm mal kurz vor. Ja. Ilan, wie war es heute? Sei ehrlich. Cousin, hübsche Frauen gesehen. Okay. Also, das war gut. Das war schon, Leute. Was sagen wir am Ende? Anna. Sitkus! Anna. Anna. Sitkus! Anna.